Hallo, hier bei Cardus Lego. Ich habe hier wieder ein Modell für euch, was nicht mir gehört. Ich werde es euch trotzdem zeigen. Das ist ein Creator Set. Das heißt, es wird noch zwei weitere Varianten geben. Und hier haben wir erstmal einen schönen, netten Sportflitzer, der sogar von vorne, wenn man direkt von vorne schaut, recht cool aussieht. Wir fangen gleich mal hier vorne mit den Details an. Wir machen das mal so, dass man hier ein bisschen die Einzelsteine sieht. Hier diese runden 1x1-Steine sind in transparentem Rot. Hier auch diese schrägen finde ich cool. Dieses, ja, so zahnartige, das sieht aus, als hätte das hier Zähne, als würde es einen gleich zerfleischen und auffressen, wenn man sich dem im Weg stellt. Da macht wahrscheinlich selbst die Polizei Platz, wenn der angerast kommt. Blinker hat er auch, also haben sie eigentlich auch keinen Grund, den festzuhalten, wenn er sich ordentlich verhält. Hier die Frontscheinwerfer sind vielleicht ein bisschen dunkel, aber macht ja nichts. Hier dahinter übrigens sieht man nur ein bisschen schlecht, wenn das zusammengebaut ist. Hier drin ist auch gelb verbaut, wie man sieht. Da ist eine weiße Noppe. Und was ich persönlich richtig cool finde, ist hier dieses rote unter diesem, ja, wie nennt man's? Dachspoiler ist es nicht, diese Motorhauben. Aber was halt auf der Motorhaube drauf ist, einfach für den Lufteinlass und so weiter. Hier dann diese Teile, sind glaube ich auch recht selten in Weiß, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Hier die Rückspiegel hat dieses Fahrzeug. Wir haben hier sogar ein Lenkrad drin. Hier, wir haben hier ein Fenster sogar auf dem Dach. Ist kein Cabrio, kann man natürlich zu einem Cabrio bauen. Es rollt auch, wenn nicht gerade die Räder zu fest sind. Also man kann das hier ein bisschen weiten. So, und dann rollt es viel schöner. Also man sieht, es funktioniert. Hier an den Seiten dann so rot und schwarz, finde ich auch, sieht richtig cool aus. Und hier diese Türen haben es in sich, die kann man nämlich aufmachen. Das sind so Flügeltüren mehr oder weniger, die wir hier, obwohl Flügeltüren sind es auch nicht, die gehen da zur Seite auf. Wie Flügel, naja, jedenfalls diese Türen kann man auf und zu machen. Hier haben wir auch dann auch die Sitze zumindest angedeutet. Hier drin noch ein roter 1x2, eine rote 1x2 Platte. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht, ist aber da drin so rechts neben dem Lenkrad. Das können wir auch noch weiter runterstellen, ja, wie man es dann halt gerne hat. So, wie das ja bei einigen Sportwagen so üblich ist, ist der Motor hinten. Der ist hier unter einer Glasscheibe. Hier haben wir übrigens auch noch den Heckspoiler. Zum Motor kommen wir gleich. Vierfacher Auspuff, das muss ja Krach machen. Und natürlich die Blinker und Rücklichter. Rückfahrscheinwerfer haben wir hier nicht. Wahrscheinlich fährt das Ding nicht rückwärts. So, das hier können wir aufklappen. Das finde ich toll. Hier haben wir dann den Motor halt auch angedeutet. Und ich sehe gerade, hier ist hohl. Also hier ist offen. Naja. Da sieht man auch das blaue Technikteil. Das ganze Ding basiert nämlich auf zwei Technik-Bricks, also Techniksteinen. Ich glaube, die 16 Noppen lang. Da gehen dann hier die Achsen durch. Kann man auch die Räder indirekt zum Drehen bringen, wie man hier sieht. So, wir können es natürlich auch während der Fahrt irgendwie als Bremse benutzen. Die Frage ist nur, ob das dann so gut ist. Auf jeden Fall hier diese Gitterplatten in Weiß sehe ich sehr gern. Habe ich nicht so häufig. Dadurch jetzt auch nicht mehr, weil es ja wie gesagt nicht meins ist. Aber an sich, nettes Auto, gefällt mir richtig gut. Ich zeige euch nochmal kurz, was für Teile übrig sind. Das ist zwar unüblich für ein Lego Creator Set, aber es sind diese vier Teile übrig. Diese Technikplatzhalter oder Abstandhalter. Warum die übrig sind, weiß ich nicht. Ich habe bis jetzt bloß das Modell gebaut. Hier ist die Anleitung. Hier sieht man, wie es gebaut wird mit Gelb und Rot im Inneren. Hier auch ein paar Schrägen. Hier haben wir dann schon die Sitze. Ja, noch sieht es lange nicht fertig aus. Das geht dann aber relativ schnell. Hier sieht es dann schon nach einigem mehr aus. Und hier sieht man auch, wie die Räder gebaut werden. So, hier gut von unten habe ich es auch schon gezeigt. Und hier haben wir dann die Teileliste. Und hier diese Technikteile gehören tatsächlich dazu, wo auch immer die verbaut werden. Wir werden sehen. Na genau, die anderen Modelle wollte ich noch zeigen. Moment. Da haben wir hier zum Beispiel noch recht interessant einen Abschlepptruck. Da freue ich mich auch drauf, den zu bauen. Werde ich wahrscheinlich als nächstes machen. Und hier so einen Roadster haben wir auch. Den finde ich auch ganz nett. Mal schauen, wie der dann aufgebaut aussieht. Wir werden sehen bei den nächsten zwei Videos zu diesem Set. Bis dahin dranbleiben. Danke fürs Zuschauen hier bei Cardus Lego. Bis dann und tschüss.